Hallihallo, Hallöle, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und zwar mal wieder mit einem Premium-Panzer, der sehr beliebt ist, und zwar der oder die Su 12244, ein Tier 7 TD der Russen in dem Fall. Und ja, man muss sagen, er ist ein sehr guter TD. Man kann ihn sehr agil spielen, weil er einfach eine schön schnelle und flinke Mobilität mit sich bringt. Das auf jeden Fall. Hat eine vernünftige Kanone mit dem Durchschlag. 175 mit Normal, mit Premium 217. Kann man auch gut leben auf der Tierstufe. Und außerdem muss man auch eins dazu sagen. Und jetzt hoffe ich, dass ich kein Bullshit dabei zähle, aber ich bin mir da recht sicher, dass der ein verbessertes Matchmaking hat. Das heißt, der kommt in meines Wissens in keine 9er-Gefechte rein, sondern Tier 8 ist maximal. Und da geht es auch mit dem Durchschlag auf jeden Fall klar. Und natürlich gerade wie hier jetzt als Top-Tier noch umso besser. Und was schon mal direkt schön ist, dass er sich hier nicht irgendwo hinten hinstellt. Gerade da ist auf der Karte ja so der D8, glaube ich, ist es. Oder da, wo der 59, 16 Grad steht. Vielleicht noch ein bisschen hinterhalb. Aber er selber geht hier sehr, 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 sehr schnell und hart in die Stadt. Er macht hier sogar die Vorhut. Also nicht mal die Heavies da hinten kommen da andersweise hinterher, sondern er ist hier gleich als allererster schon vorne mit dabei. Und jetzt bin ich gespannt, weil hier passiert auch immer sehr viel. Aber auch da fahrt er einfach durch. Da ist schon ein gegnerischer 12244. Auto-Aim gemacht, allerdings war der dann schon hinterhalb vom Haus. Da konnte er nicht mehr drauf. Und da ist doch schon einiges an Gegner. Alter Schwede. Hier alles gerade nicht für ihn zu erreichen, weil die alle noch hinterhalb stehen. Also nur die Su 12244 ist dann da vorne drin. Und da ist es schon wieder. Oh, aber da ist ein IS. Sehr schön den Drifter, sehr gut geschossen. Gar nicht so leicht, weil da hat er am Schluss dann gar nicht mehr so viel Möglichkeit, auf den zu kommen. Wahrscheinlich wollte er gerade Auto-Aim auf den Chiri machen. Und jetzt braucht er sein Team mal langsam. Feuererlaubnis erteilt. Ich sehe sie nicht. Nee, jetzt mehr. Aber der Chiri. Auto-Aim und zack drauf. Wenn ihr euch wundert, weil das ist jetzt alles seine Ansicht. Der nutzt hier die Auto-Aim-Mod. Das heißt, er braucht nicht mit der Maus direkt über den Gegner, um ihn ins Auto-Aim zu nehmen. Ist eine erlaubte Mod, also ist nichts Böses, nichts Schlimmes, nichts Illegales. Manche verpönen sie, manche sagen, ist ja eh sinnvoll, als wenn man dann immer direkt auf die Silhouette vom Gegner draufklicken muss. Aber ich bin da mittlerweile neutral eingestellt. Weil unterm Strich macht es auch nichts besser oder schlechter als davor. Der Chinookai schießt hier auf ihn. Jetzt komm. Nein! Also da hat jetzt so wenig gefehlt, dass er hier den Killshot machen kann. Und jetzt... jetzt hat er auch, jetzt ist Tabula Rasa, jetzt ist Polen offen, jetzt will er den Kill. Auto-Aim auf ihn und dahinter halt kommt nochmal der IS. Sammelt hier aber schon fleißig Schaden. Er spielt ihn sehr schön, sehr aggressiv. Das muss ich sagen, imponiert mir. Fällt mir gut. Zündet jetzt hier den IS auch noch an. Der kann nicht mal löschen. Sehr schön. Kann sogar sein, dass er hier wegbrennt. Ne, das ist zwar nicht passiert, aber auf jeden Fall hat er so gut wie gar nichts mehr. So, Su 85 könnte ein One-Shot sein. Ist es auch. Sehr schön. So, IS hat noch 58. Also fast gar nichts mehr. Sein Zugpartner, der KV-13, ist zerstört worden, der Freshman. Ist wohl nicht so glücklich mit seinem Team. So, jetzt hier wieder die andere Su. Die dreht sich jetzt auf ihn. Jetzt hat er den Hit gemacht. Hat ihn zwar auch getroffen, aber er war noch voll HP. Da kann man auch gern mal einen Schuss oder sogar noch einen zweiten nehmen. So, und jetzt fahrt er vielleicht sogar tendenziell wieder zurück, weil man sieht, sein Team ist hier unten jetzt komplett durch. Aber eventuell die Basis verteidigen. Da ist nämlich nur noch eine Su 85.
Und schon drei mittlere Panzer, die dann da oben auf der A-Linie sind. Ja, der Panther pinkt da. So, und da ist jetzt auch schon der A43 und A44 bei der Su. Aber auch hier, man sieht die Geschwindigkeit knapp unter 50 km/h. Absolut ordentlich. Jetzt cappen sie schon. Und unterm Strich, ihr könnt es auch gerne mal auf die Endauswertung schauen. Ihr habt es ja gesehen, er hat viel Premium geschossen, was meines Erachtens gar nicht so nötig war. Aber auch trotzdem macht er noch einen guten Reihengewinn. Also von dem her, natürlich ist es auch eine gute Runde, ganz klar. Aber finde ich halt auch immer noch für den Premium wichtig, dass der halt auch noch Kohle einfährt und nicht nur, dass er ein guter Panzer ist, weil in erster Instanz sollte man sich Premiums kaufen, um Crew zu leveln und auch noch Credits zu machen. Starke Panzer sollten dann eher schon die im normalen Tech-Tree sein. So, jetzt hat er hier den A43. Der steht nicht mal im Cap. Also der ist jetzt gar nicht so der Gefährliche für ihn. Jetzt hier kommen die Gefährlichen für ihn. So, der A44 kommt da raus. Damit kann er ihn dann da ausschalten. Jetzt kommt der A43. Kettet ihn allerdings nur. Sie schießen aber auch schon mit Gold. Also man sieht schon, die wollen ihn jetzt weghaben. So, jetzt geht er wieder mal. Ah, ich finde das schön, wie aggressiv er spielt. Kann natürlich mit dem Tode bestraft werden. Ist aber sehr schön. Jetzt hat er ihn leider nur gekettet. Und er schießt hier mit Gold. Das einen Hit kann er noch abhaben. Und jetzt muss er aber sitzen. Sehr schön. Und jetzt nur noch der T-43. Sein fünfter Kill. Vielleicht kriegt er noch seinen Krieger. Der wäre verdient auf jeden Fall. So, jetzt hier ist er doch. Und da hat er ihn. Sehr schön. Und da macht er den Kill. Hier in einer Rauchwolke um ihn herum. Den sechsten und seinen Krieger. 5000 Schaden. Und absolut tolle Runde. Hat mir sehr imponiert seine Spielweise. Finde ich ganz toll. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dementsprechend sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.